Sie sind hier, 6. August 2018, 17.07 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Roger Kluge und Theo Reinhardt freuen sich über Silber im Zweiermannschaftsfahren. Urheberrecht Getty Images. Theo Reinhardt und Roger Kluge gewinnen bei den European Championships die nächste Medaille für die deutschen Bahnradfahrer. Nur ein Duo aus Belgien ist besser. 5 Monate nach dem Gewinn der WM-Titles haben Theo Reinhardt und Roger Kluge EM-Gold im Zweiermannschaftsfahren nur knapp verpasst. Beim Finalrennen bei den European Championships in Glasgow mussten sich die beiden Berliner lediglich dem Duo aus Belgien geschlagen geben. DATENCENTER, der Medaillenspiegel: Wir hatten schon ein wenig mit Gold geliebäugelt, aber wir bleiben ja Weltmeister. Die Belgier waren in den Sprints ein bisschen spritziger, deshalb haben sie auch verdient gewonnen, sagte Kluge. Robbie Gies und Kenny de Ketelaere hatten schon zu Beginn des 50-Kilometer-Rennens einen kleinen Vorsprung herausgefahren, den sie bis zum Ende verteidigen konnten. Rang 3 ging an Oliver Wood und Ethan Heiter aus Großbritannien.